Hallo Leute, willkommen zur neuesten Kanalvorstellung und Bewertung. Diesmal geht es um den Kanal von Nostalgie-Ad. Schauen wir uns wie bei jedem Kanal das äußere Erscheinungsbild an. Also sprich, die Visitenkarte. Hier lädt da gerade was hoch, das könnte auch mal auf Pause gehen. So, scrollen wir hier mal runter. Also was mir jetzt aufgefallen ist, ist es ein langer Kanal. Natürlich hat auch schon einiges hochgeladen. Du solltest den Hintergrund in schwarz machen, damit man hier nicht so die Cut-Linie sieht, wo das Kanaldesign endet und wo der Hintergrund von YouTube weitergeht. Das einfach auf schwarz ändern und schon ist die Sache in Ordnung. Das Avatar-Bild hättest du vielleicht... Der Avatar-Bild, der Render hier, da solltest du vielleicht ein anderes... Ah, das ist schon stark verpixelt, da gibt es bestimmt bessere... Klar, es ist alles hier Nostalgie, also Retro-Games werden hier gezeigt, ne? Castlevania, Cave Story, Mario und Luigi, Castlevania. Castlevania ist auch ein echt hammergeiles Game, also ich habe es damals auch richtig gut gespielt, richtig gerne gespielt. Gut weiß ich nicht, aber gerne. Gut, dann sieht man, er macht auch ab und zu mal so ein paar Real-Life-Videos, hier zum Beispiel Julians Blog-Diss, ne? Ich weiß nicht, hat er sich da drauf gemeldet auf das Video? Hat er was geschrieben? Würde mich mal interessieren. Weil er, Julian hatte auch eine Aktion am Start. Aber das gehört woanders hin. Von der Schriftart her gefällt mir das richtig gut. Ist auch so ein bisschen auf Nostalgie getrimmt und so weiter. Also es passt. Also das Konzept ist hier wirklich schlüssig. Mario oder so sollte es hier vielleicht ein bisschen rausziehen. Und den Luigi auch. Ja, aber ansonsten gefällt mir das. Hier ist, glaube ich, Kirby ist das, glaube ich, hier. Ne? Kann das sein? Also es passt. Also die Renders sind gut ausgesucht. Und die passen zum Kanalkonzept. Ne? Er hat ja das mit Retro, sieht man ja auch in den Playlists. Gut, dann kommen wir jetzt zum Rundown. Dafür klappen wir mal alles auf. Name ist natürlich Nostalgie-Ad. Mitglied, der ist seit 12.11.2011 dabei, hat 130 Abonnenten und 6513 Videoaufrufe. Ist schon cool. Hier ist auch seine TS3-IP-Adresse, wenn ihr mal mit ihm so ein bisschen labern wollt. Ich weiß nicht, hast du auch Skype oder Facebook oder sowas? Keine Ahnung. Weil wenn, dann solltest du das, wenn du möchtest... Wenn die dich da nerven dürfen, einfach hier mit reinkopieren. So Twitter-Accounts, Facebook und so weiter. Dass man sieht, du bist ein bisschen... man kann dich nicht nur hier erreichen, sondern auch, was weiß ich, bei Skype oder Twitter oder sonst wo. Ne, einfach dann hier mit reinpacken. Dass man so die Verlinkung ein bisschen hat. Wo man dich überall sozusagen erreichen kann, wenn du es denn möchtest. Ist nur mal so ein Tipp. So, und hier hat er ein bisschen was über sich geschrieben, das finde ich richtig geil, und zwar über Retro und Wut. Ich bin wütend, ich bin asozial, ich bin nicht gerade der Hellste und ich bin Let's Player. Und zu allem Überfluss habe ich noch eine kaputte Tastatur, na was will man mehr. Wie auch immer, herzlich willkommen und viel Spaß auf meinem Kanal. PS, sagt, dass ihr mich hübsch findet. Also, ist schon echt cool geschrieben. Ne, und Wünsche sind immer willkommen für ihn oder bei ihm, für ihn, ne, wie auch immer. Ja. Okay. Also er hat hier schön ausgefüllt. Und jetzt kommen wir zu seinen laufenden Projekten. Mario und Luigi, Superstar Saga, Castlevania, Area of Sorrow. Kurzzeitig gepauste Projekte. Also ich denke mal, pausierte Projekte, denke ich mal, soll das heißen. Wenn, dann sollte es mal ein bisschen wieder verbessern. The Binding of Isaac und Cave Story. Gestoppte Projekte Castlevania 1, Super Mario World. Vollendete Projekte Meat Boy, Flash und Mega Man. Also hier wird euch wirklich Retro-Spiele en masse geboten. Also wer darauf steht, auf jeden Fall mal hier vorbeischauen. Und ihn auch mal ein paar Vorschläge da lassen, was er als nächstes zockt. Ich weiß nicht, das solltest du vielleicht auch nochmal schreiben oder in ein Infovideo reinkloppen. Vorschläge jetzt nur für Konsole und nur ältere? Oder spielst du auch
dann neuere Spiele. Das wäre auch nochmal interessant zu erfahren. Kannst ja hier dann mit reinschreiben. Oder klopfst ein Infovideo raus. Aber genug Geschwafel. Achso, das Avatarbild gefällt mir ja richtig gut. Das passt wirklich richtig. Also hier ist wirklich vom Design und Avatarbild ist es alles komplett schlüssig. Noch so einen kleinen Tipp. Autoplay kannst du ausmachen. Das kommt immer so ein bisschen aufdringlich rüber. Aber okay, bei diesem Video ist das jetzt nicht so dramatisch, weil man hört nichts. Es ist, glaube ich, nur eine Ankündigung für einen Livestream. Und ja, da solltest du mal gucken, wenn du dann die neuesten Videos dann hier drin hast wieder. Autoplay muss man nicht anmachen. Das ist, kommt immer so ein bisschen aufdringlich und störend rüber, weil erstmal, wenn man sich hier umschauen, ein bisschen durchklicken und erstmal wieder hier hoch zu scrollen, das Video zu pausieren und dann wieder runter, ist ein bisschen nervig. Aber genug davon. Kommen wir jetzt zum ersten kommentierten Let's Play. Und das ist Mega Man Part 2. Ah, hier ist Part 1. Okay, das hat sich wohl so ein bisschen überschnitten, denke ich mal. Ja, dann machen wir das erste, ne? Klar. Also, viel Spaß beim Anhören und Anschauen. Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Und zwar, wie der Titel schon darauf hindeutet, ist das Mega Man. Ich freue mich sehr auf dieses Let's Play. Es ist aber leider kein Blind Let's Play, weil sonst würde das wahrscheinlich Let's Fail heißen. Und ja, hauptsächlich mache ich jetzt dieses Let's Play, weil ich irgendwie so scharf drauf bin, Broken zu korrigieren. Das ist ein ziemlich guter Let's Player, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil er echt lustig ist und wahnsinnige Videos macht, die echt episch sind und vor allem auch eine sehr gute Qualität haben. Leider kann ich diese Videos nicht auf so einen hochwertigen Stand bringen, because mein Computer ist im Arsch. Gut. Ich würde mal sagen, wir starten mal mit dem Let's Play. Ich freue mich schon richtig schön drauf. Mal gucken, wie der Ingame-Sound so ist. Also starten wir mal. Ich spiele übrigens mit Tastatur. Und ja, legen wir los. Komm schon. Oh. Das war jetzt laut. Das war nicht sehr schön. Gut, wir haben hier die erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bosse halt, ja. Wir haben hier, ich mach ein bisschen leiser. Leute, falls ihr mich dann gut hören wollt, ihr müsst wirklich euren PC halt auf höchste Lautstärke drehen, weil sonst werdet ihr mich wahrscheinlich nicht hören und das ist nicht sehr gut. Also, gut, wir haben hier Cutman, Gutsman, Iceman, Bumpman und Electman und Fireman. Das Spiel ist zwar kein Blind Let's Play, aber ich erinnere mich nicht ganz genau, wie das ging alles. Also, ich weiß nur noch, am Anfang fängt man mit Cutman an, dann mache ich Gutsman und dann der Rest wird sich halt schon so ergeben. Gut, fangen wir an. Wie wir hier sehen, hier ist Mega Man, das ist der Hauptcharakter und wir können schießen und rennen, mehr nicht, und hüpfen. Gut, dann legen wir mal los. Das fängt schon mal gut an. Wir bekommen gleich am Anfang ein Leben. Hallöchen, Popöpchen. Und, ups, Mega Jump Skills hier beweisen, ja. Gut. Ach nee, hab schon volle Energie, also. Nein. Oh verdammt, jetzt habe ich mir so eine Mühe gegeben und dann passiert natürlich sowas. Das bringt Mega Man halt nun mal so mit sich und ja, oh Gott. Ja, wie ihr seht, es gefällt mir richtig gut. Das sage ich hier nicht nur, ich lasse auch Taten folgen. Und das ist ein erstes Let's Play und für das erste Let's Play ist das schon richtig gut kommentiert. Man hat ihn gut rausgehört, Spielsound ist nicht so laut, nicht so leise. Und man hört, er hat richtig Spaß dran und das bringt er auch super rüber. Also vom Kommentarstil kann man wirklich nicht meckern. Also es gefällt mir richtig gut. Qualität 360p ist vollkommen ausreichend, denke ich mal. Wenn du vielleicht einen neuen Computer irgendwann hast, dann vielleicht ein bisschen höher schrauben das Ganze und versuchen auf Vollbild zu bekommen. Ich weiß ja nicht mit dem Grabber, ob das so geht. Da kenne ich mich nicht so aus. Ich bin nicht so der Konsolenzocker auf dem PC. Aber versuch dann, wenn du einen neuen PC hast, ein bisschen mehr rauszuholen. Also, ne? Ich weiß ja nicht,
ob das dann möglich ist, weil ich kenne mich damit nicht so aus und jetzt irgendwas Falsches zu erzählen, ist natürlich dann auch Blödsinn. Aber was ich dazu sagen kann, in die Kategorie Leute und Blogs gehörst du definitiv nicht rein, du gehörst in die Kategorie Spiele. Und du solltest wirklich deinen Kanalnamen, Nostalgie-Ad, ja, so wie er da oben geschrieben ist, oder wie du dich schreibst als im Kanalnamen, hier mit reinkopieren. Und dann natürlich dann auch hier dieses ganze Teil auch hier unten mit rein. Ja, und dann hier, was weiß ich hier, Mega Man, Capcom, alles Mögliche, was dir zu diesem Spiel einfällt. Schießen, jumpen, springen, klettern, was weiß ich, ausweichen, alles, was dir so zu diesen Spielen einfällt, immer rein damit. Je mehr Text, desto besser. Desto häufiger taucht dein Kanal auf. Und wenn du deinen Kanalnamen als erstes machst, ja gut, hier ist das jetzt nicht so auffällig, aber hier zum Beispiel, die würden dann auch wegfallen, ja, dann hast du weniger Fremdkanäle an den Seiten und das hilft dir auch, weil dann ist immer sonst die Gefahr da, dass die Leute dann von deinem Kanal wegklicken. Gut, und wie gesagt, Autoplay dann auch wirklich auslassen, weil das bringt nichts. Gut. Ach so, oh, jetzt hätte ich schon meiner hier. So, jetzt gehen wir mal in das neueste. In das neueste Video. Und zwar, ja gut, das ist jetzt nicht Let's Plays. Ja, hier, gucken wir doch mal in Castlevania rein. Oder? Ach, hier in der neueste wollten wir ja. Also, Kingdom Rush. Ein königliches Spiel. Schauen wir da mal rein. Viel Spaß. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt und das geht jetzt diesmal los. Nein, das ist kein Let's Play. Ich habe ja letztens in meinem letzten Video erwähnt und zwar dieses Let's Play Online Flash Game The World is Fucking Irgendwas. Das ist es nicht. Nein, das ist nämlich genau das Gegenteil. Ich habe jetzt nämlich vor, zwei parallele Serien zu starten und zwar das ist das eine und das hier. Das ist halt gute Spiele, wirklich grandiose Spiele, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und ich auch persönlich selber durchgespielt habe. Gut, das Spiel heißt Kingdom Rush, eine wirklich geniales Tower Defense Game und ich würde mal sagen, wir starten direkt rein. Ich finde übrigens die Grafik von diesem Game so geil, also also es ist ja ein Online-Game, ne? Aber das hat so ein, keine Ahnung, so ein glänzendes, animiertes, mäßiges, also hier kann man das eh sehen hier, ne? Hier sehen wir, es gibt diverses. New Game, wie ihr seht, habe ich noch gar kein Spiel angefangen. So, wir haben hier die Enzyklopädie. Da kann man nachsehen, welche Gegner man bis jetzt freigeschaltet hat. Die Upgrades, die bekommt man halt im Laufe der Zeit, bekommt man. Ich mache das jetzt kürzer, weil ich dann noch Castlevania euch gleich zeigen will. Hier auch wieder Leute und Blogs. Spiele ist angesagt bei dir. Und wie gesagt, die Tags hier, ne, Nostalgie Add rein, Let's Play, Let's Flash Kingdom Rush, ein königliches Spiel, auch mit rein. Also vom Kommentarstil, wenn das auch im Spiel so ist, es passt wirklich. Also ich kann da wirklich nicht meckern. Und hier sieht man auch, er bringt auch 720p HD-Qualität. Und man hört ihn immer noch super raus. Also, man kann da eigentlich nicht so viel erzählen über diesen. Weil Kommentarstil ist immer Geschmackssache, jeder kommentiert anders, ist auch ganz klare Kiste. Aber es passt wirklich. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal ganz kurz in Let's Play Willkommen. Castlevania Area of Sorrow Part 14 reinspringen. Ganz kurz mal reinschauen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier mit 411 Leben sterbe, sagen wir mal so, ist sehr gering. Ich will helfen, ich hoffe, sie besteht, ja, ich auch. Weil die nämlich haargenau mein Typ ist. Naja, muss mich ums Geschäft kümmern. Was hättest du gern? Kaufen. So, mein Lieber. Warte, ich verkaufe erstmal meine Wasserrüstung und mein Stahlharnisch und dann bin ich richtig geschützt und ja. Aber einen Schaden bekommt man von jedem mindestens immer im ganzen Spiel. Ich habe mal ge-YouTubed ein bisschen und ich habe gesehen, Alter, da gibt's Süchtler, ne? Die süchten das Spiel so lange, dass die bis die auf Level 99 sind. Leute, wisst ihr, wie lange das dauert? Das dauert ewig. Ohne Scheiß jetzt.
Alter. Okay. Es gibt Fortschritte. Das ist gut. Okay, da nochmal wollte ich nochmal ganz kurz rein. Alter, da hast du ein paar Soundprobleme gehabt. Kann das ein bisschen sein, aber das hast du ja bei dem neuesten dann auch wegbekommen. Also, nur es ist mir auch bei anderen Spielen aufgefallen. Mal ist das wieder ganz super, dann hast du mal wieder so das rosa, das bekannte rosa Rauschen mit drin, wo man echt schon leise drehen muss, damit man das Rauschen nicht so sehr hört. Aber dann bist du auch wieder zu leise. Also da musst du mal so eine Konstanze finden. Konstanze, nee. So, ja. Aber ansonsten, vom Kommentarstil kann man wirklich nicht meckern. Und ich denke mal, es geht nicht besser, dass man das in Vollbild bekommt. Du kannst im Renderprogramm, ich weiß ja nicht, was du benutzt, ich habe zum Beispiel Sony Vegas Pro 11, da kannst du, wenn du das dann reinziehst in das Renderprogramm, in den Einstellungen, also du hast ja da deine Leisten, ne, Videoleiste, Audioleiste, und da kannst du dann, ist glaube ich so ein Bildquerschnitt in der Menüleiste, und da kannst du dann die Spiele breiter stellen. Also dann ziehst du das so ein bisschen auseinander. Versuch das mal, ob das hinbekommst, weil ich muss es bei Sonic zum Beispiel machen, dass ich das dann breiter ziehe, weil sonst habe ich auch nur so ein kleines Fenster. Und so ziehe ich das dann halt ein bisschen breiter. Das vielleicht so als Tipp, ob das vielleicht auch möglich ist. Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Renderprogramm nimmst, aber ich weiß, dass es dann auch mit... Ja, Camtasia funktioniert das auch, also dass du die Videos breiter ziehen kannst. Okay, deswegen wollte ich das nur mal zeigen, dass ich dir ein paar Tipps geben kann hier ein bisschen. Und Comedy passt wo auch nicht rein, immer noch Spiele und wie gesagt, ne, Name, Videotitel, hier alles mit rein. Aber ansonsten, ein echt cooler Kanal, auf jeden Fall mal vorbeischauen, kommentieren, bewerten, ihn abonnieren, wenn euch seine Projekte gefallen. Also mir gefallen sie. Also Castlevania finde ich cool und Luigi ist ein cooles Projekt. Castlevania habe ich ja auch gesüchtet, ohne Ende. Also er macht das richtig gut, kommentiert auch vielseitig. Also er versucht wirklich, und das hört man auch super raus, er hat Spaß dran, klar, keine Frage, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Und auch... versucht immer so andere Stilarten auszuprobieren beim Kommentieren. Also das gefällt mir richtig gut. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen bei ihm. Kommentiert ihn, bewertet ihn, abonniert ihn. Aber ich hoffe mal, ihr abonniert ihn auch nur, wenn euch seine Projekte gefallen. Weil ich denke mal, Boxer, das hat was ab. Hat er auch null Bock drauf. Steht zwar nicht hier, aber wer hat das schon? Ne? Bringt ja einiges. Und mach wirklich so weiter. Ne? Deine Abonnentenzahlen geben dir schon recht. Und die Videoaufrufe sind auch echt klasse. Mach wirklich weiter so. Du bist auf ein richtig... Also Potenzial ist hier auf jeden Fall. Also wirklich einen Daumen nach oben für den Kanal. Schaut ihn euch wirklich mal an. Ja, das war Russell770 für Hype770 vorgestellt. Haben wir den Kanal von Nostalgie-Ad. Und wie gesagt, das Kanaldesign ist echt stimmig von, ne? Schriftarten, Renders. Nur hier ist wirklich so... Pixel-Alarm. Da musst du mal gucken, ob du dann besseren von dem findest. Ich glaube, das ist von Castlevania, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und wie gesagt, hier schwarzen Hintergrund auswählen, dann ist hier nicht so ein krasser Abschnitt drin. Ja, habt noch einen schönen Tag, Sonnenauf, Sonnenuntergang. Wenn ihr auch mal vorgestellt werden möchtet, dann schickt uns eine PN mit dem Betreff Kanalvorstellung. Wir werden uns lieben gern darum kümmern. Kann aber ein bisschen dauern, bis wir euch vorstellen, ne, weil Nostalgie-Ad musste auch warten. Und sorry nochmal dafür. Normalerweise wäre ja schon Dienstag dran gewesen, aber es hat irgendwie nicht sollen sein. Also, und kritikfähig solltet ihr auch so ein bisschen mitbringen. Ne? Weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ja, also, bis Danimanski. Ciao, ciao.